So Leute, es geht weiter. Schön, dass ihr da seid. Heute, was heißt heute? Eigentlich ist es später. Also ich habe jetzt das Video natürlich in einem durchgedreht. Aber aufgrund der umfangreichen Sachen, die wir hier machen müssen, ist das jetzt der zweite Teil. Elektrosatz einbauen. Dafür müssen wir die Verkleidung hier einmal abbauen, ein paar Stecker umstecken. Das ist ein 13-poliger fahrzeugspezifischer Elektrosatz. Sehr gut bebildert das Ganze. Das heißt, Stecker einfach nur umstecken, das Anhängermodul zwischenklemmen, die Kabel schön verlegen, die Dose anschließen, danach einen Anhänger dranhängen zum Testen. Anhänger habe ich da, den bringe ich gleich auch dann direkt wieder weg. Das trifft sich ja ganz gut. Wie gesagt, ich würde sagen, wir legen los, machen die Verkleidung ab. Ich hoffe, da ist jetzt irgendwie nichts geschraubt. Dichtung erst ab und dann reißen wir mal so ein bisschen an der Verkleidung rum, gucken, ob die uns schon entgegenkommt, ob sie sich freiwillig ergibt oder ob wir da ein bisschen Gewalt anwenden müssen. So, ich habe hier schon mal ein bisschen alles an der Seite geräumt, dass wir hier an die ganze Verkleidung vernünftig drankommen. Wir ziehen hier einmal die Dichtung weg, also nur so weit, wie es muss. Wie sieht das hier aus? Ja, dann müssen wir mal schauen, dass hier alles so gut abgeht. Wie sieht das hier hinter aus? Ja, scheint tatsächlich alles nur geklipst zu sein. Ist das hier weg damit? Ja, dann müssen wir mal schauen. Ja, also das Teil hier in der Mitte muss auf jeden Fall ab. Also der hier, der Träger, den müssen wir jetzt einmal kurz ausbauen und dann mal schauen. Ich mache jetzt hier nochmal ein bisschen Platz. So, dann gucken wir mal, wie das hier aussieht. Okay, hier ist ein Clip drin. Den holen wir hier einmal raus. So, so sieht er aus. Den legen wir uns auch mal zur Seite. Auf der anderen Seite natürlich das gleiche. Sind die beiden Clips raus. Gucken wir mal hier. Die Dichtung hier runter. Gucken wir, ob wir den hier irgendwie. Hoch, noch aus der Führung raus. Zack. Und dann legen wir das Ding an der Seite. So, jetzt haben wir hier die ganze Verkleidung. Machen wir hier mal den Deckel auf. Das sieht alles. Ja, es sieht so aus, als ob das wirklich nur geklipst ist, alles. So, dann gehen wir hier jetzt mal weiter und versuchen das alles mal vorsichtig zu lösen und das irgendwie nach vorne zu klappen. Ja, und dann schauen wir mal weiter, weil das ist in der Anleitung nicht beschrieben, wie man die Verkleidung abbaut. Ist natürlich verbesserungswürdig. Ich sehe, hier ist so ein Haken. Kann sein, dass der natürlich das alles mit fixiert. Das sieht auch so aus. Das heißt, hier die Verkleidung runter. So, dann geht's weiter. Wir müssen gucken, irgendwo hängt der jetzt hier noch. So, mit der Hand. Hier ist noch so ein Clip drin. Versuche ich mal. Werkzeug mal reinzukommen. So. Das
nicht hier festgeschraubt. Es ist zwar eine Mutter, eine Schraube drunter, aber die gehört nicht hierzu. Ja, die Schraube hier hinten hält das noch fest. So, und dann haben wir das hier ab. Ich nehme die Verkleidung jetzt nicht komplett raus, sondern versuche die jetzt einfach nur irgendwie zu fixieren. Oder macht das Sinn? Ja, ich guck mal eben. So, wir haben die Verkleidung jetzt abgebaut. Jetzt geht es darum, den Elektriksatz, also diesen Kabelbaum hier, zu montieren. Nur mal kurz in die Anleitung gucken, wie das genau funktioniert. Aber das ist eigentlich nicht viel. Das sind 1, 2, 3, 4 Stecker, eine Sicherung und zweimal Masse hier. Das ist kein Problem. Die Masse, da gehen wir irgendwann ins Blech dran. Und dann wird das schon funktionieren. Ja, also hier sieht man schon mal einen Kabelbaum, das wäre ja natürlich schon fast prädestiniert dafür. Also der kommt wahrscheinlich hier dran. Hier kommt wahrscheinlich gar nichts dran. Zumindest sieht das nicht so aus, ob hier irgendwas davon passen würde. Hier haben wir 3 Millionen Massepunkte dran. Gucken wir mal, was die Anleitung sagt. So, als nächstes steht hier, muss man hier diese Gummikelle durchfummeln. Ist hier die Frage. Da unten ist der kleine schwarze Gumminöppel, da müssen wir gleich mit dem Kabelbaum durch. Da müssen wir einmal ein Loch durchstechen, weil die Tülle, die dabei ist, die ist zu groß. Die ist für das Facelift-Modell, da ist dann das Loch insgesamt größer. Wie gesagt, das bauen wir uns dann einmal passend. So sieht das Teil aus. Machen uns hier einmal ein Loch rein und ziehen dann das ganze Kabel einmal hier durch. Ups. So, jetzt messe ich mal einmal aus, wie groß das hier ist. Mach mal dementsprechend ein Loch rein, aber ich denke mal, so eine Baumaschine mal eben so ein 10er Loch hier durch sollte schon fast ausreichen. So, ich habe jetzt mal so ein wunderschönes Loch hier reingemacht. Ich habe es jetzt extra nicht zu groß gemacht. Aber ich muss mal gucken, ob wir jetzt mit allen Kabeln hier überhaupt durchkommen. So, alle Kabel wieder durch. Sehr gut. Jetzt müssen wir das nur wieder an die richtige Stelle ziehen.
Und zwar hier hin. Das ist noch schön der Abdruck von dem anderen Teil. So. Dann ziehen wir das direkt schon mal durch. So, und dann haben wir das Kabel hier jetzt schon draußen. Ich lege das jetzt erstmal hier an der Seite. Beziehungsweise wir machen das, ja nicht, ich lege es erstmal beiseite. Und dann kümmern wir uns jetzt erstmal hier um das Innere. Ja, und dann suchen wir uns halt die richtigen Kabel zusammen, stecken die jetzt einmal hier dran. Wir haben hier noch das Anhängermodul, das müssen wir auch anstecken. Das wird hier das schwarze sein, wie es aussieht. So, ja, und das müssen wir natürlich auch irgendwo befestigen. Muss ich mir jetzt gleich mal was aussuchen noch. Aber wie gesagt, erstmal die Stecker dran. Hier ist so ein Kabel, was einfach nur brückt, also ein Stecker, der muss raus und dafür muss dann der hier einmal rein. Da lösen wir einmal hier den Kleber hier. Seht ihr hier einfach nur so eine Brücke, die kommt weg, die brauchen wir nicht mehr. Ja, anstatt der Brücke kommt der Stecker hier halt gleich wieder drauf. So, als erstes stecken wir unser Anhängermodul zusammen. Suchen uns dafür ein schönes Plätzchen. Das kann man ja gut hier hinnehmen. Schön ist, wir haben hier so ein doppelseitiges Klebeband. Das können wir uns hier einfach hinten drauf kleben und abziehen. So, mal gucken, wo wir hier am besten entlang gehen. Einmal so grob verlegen. So, ja, da kann das ja eigentlich. Sagen wir mal hier oben gut hängen. So. So, dann geht es weiter. Der muss hier drauf. Zack. Der muss, wie gesagt, hier oben mit drauf. Hier haben wir die Sicherung. Hier haben wir die Massepunkte. Wenn wir jetzt alles mal hier schön zack, so. Dafür haben wir hier so ein paar Schaumstoffkleber, um das Kabel hier vernünftig zu verlegen. Das heißt, wir nehmen das jetzt einfach mal hier. Kleben die beiden Kabel einfach mal zusammen. So, dann gehen wir hier an der Seite entlang.
das erstmal wieder ab. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. So, das ist dran, das ist dran. Den werden wir nicht brauchen. Das ist die Einparkhilfeabschaltung. Die verbauen wir aber nicht bei dem Wagen. So, wir versuchen jetzt hier nochmal das Ganze so irgendwo ein bisschen dran zu kleben. Damit das hier nicht alles so rumfliegt. So. Den knicken wir mal nach unten weg. So. Jetzt müssen wir uns natürlich noch irgendwie zwei Massepunkte suchen. Hier sind schon ziemlich viele dran. Das ist ein bisschen uncool. Ja, also da will ich jetzt eigentlich nicht so gern dran gehen. So, hier hinter ist eine Schraube. Die lösen wir einmal und da hängen wir unser Masseband mit dran. Boah, ist das fest. So. Das verlegen wir uns dann auch mal ganz schön hier direkt. Und ziehen das alles mal wieder fest hier. So, unser Anhängermodul wieder dran, das hier auch einmal wieder hinhängen vernünftig, das hält auch so scheiße hier, da gehe ich hier dran irgendwie, das ist natürlich alles ein bisschen blöd. So, ich werde mir jetzt hier einfach eine Schraube nehmen. Das Ding hier befestigen, das ist, glaube ich, auf jeden Fall die beste Lösung, wenn die Schraube jetzt nicht wegfliegen würde. Die Mutter, meine ich. So, mal rein hier. Zack. Mutter drauf. Ich glaube, das ist auf jeden Fall die beste Lösung, das einfach hier festzuschrauben. Ja, wie gesagt, jetzt geht's einmal hier schon verlegen alles. Nehmen wir die Kabel. Wir haben jetzt noch einen von unseren Schaumstoffblättchen. So, nehmen wir uns die ganzen Kabel mal zusammen hier. Das alles mal hier zusammen. So. Ja, das sieht alles wunderbar aus. Verkleidung wieder dran schmeißen und dann verkabeln wir die Dose hier.
Leute, wir haben es geschafft. Also alle Kabel sind dran, alle Kabel sind fest. Jetzt geht's weiter. Und zwar müssen wir jetzt die Dose hier wieder draufstecken. Jetzt muss ich mal gucken, wo hier oben, wo unten ist. Zack. So. So. Also jetzt müssen wir hier noch, weil wir den jetzt einmal hier so verlegen werden, ne, damit das so aussieht, müssen wir hier noch das Stück hier rausbrechen und können das dann unten einmal montieren. So, ich habe das jetzt hier einmal rausgeschnitten. Ne, wie gesagt, das geht jetzt so zusammen und wird dann unten einmal an den Halter befestigt. So, wir verlegen jetzt einmal so grob das ganze Teil hier. So, gucken, wie wir das am besten hier, am besten von hinten, würde ich sagen. So. Dann geht das Ding so dran, hier gegen und wird dann einfach nur einmal hier so festgeschraubt. So, die Dose ist jetzt dran, die ist hier so schwenkbar, die kann man nach oben hin weg verstecken oder nach unten hin ausfahren. Ich habe das Kabel jetzt einmal hier mit Kabelstrapsen befestigt schon. Soweit sind wir durch, jetzt muss der Querträger wieder drauf und dann kommt die Stoßstange dran und ja, dann sehen wir uns gleich beim Testen wieder. Zusammengebaut, den Anhänger jetzt schon mal angekoppelt und ich würde sagen, wir schalten jetzt einmal das Licht durch. Wenn das alles funktioniert hat, dann haben wir alles erfolgreich erledigt.
Ja, das sieht doch alles super aus. Ich bin froh, dass wir jetzt damit fertig sind mit der ganzen Geschichte. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, falls ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.